und die größte Gnade im Paradies, so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte. Er sagte, dass die Menschen sich versammeln werden. Am Freitag sich immer versammeln werden an einem Markt. Und an diesem Markt wird Allah subhanahu wa ta'ala zu ihnen sprechen. Und er wird ihnen sagen, wünscht ihr euch was, o meine Diener? Und die Diener werden dann zu Allah sprechen. O Allah, was sollen wir uns wünschen? Du hast uns vor dem Höllenfeuer bewahrt. O adkhaltana wa askantana jannatak. Und du hast uns in deinem Paradies eintreten lassen. O Allah, was sollen wir uns da wünschen? Allah azza wa jalla wird zu ihnen sprechen und zu ihnen sagen, ich bin mit euch zufrieden und werde mit euch niemals zornig sein. Ihr habt für Ewigkeit meine Zufriedenheit. Ich bin mit euch für Ewigkeit zufrieden. Und meine Liebe und meine Barmherzigkeit wird ewig für euch bleiben. Und dann wird Allah sie fragen, was wünscht ihr euch? Wir wünschen uns nichts, ja Allah. Was wollen wir uns noch wünschen? Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala einen Befehl geben, dass der Vorhang von Allah subhanahu wa ta'ala geöffnet wird. Und wenn er geöffnet wird, werden alle Bewohner des Paradieses Allah azza wa jalla sehen mit ihren eigenen Augen. Und genauso sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Satarauna rabbakum. Ihr werdet Allah sehen am Tage der Auferstehung. So wie ihr diesen Vollmond sehen könnt, an einer Nacht, wo es keine Wolken gibt. So wie ihr ihn jetzt sehen könnt, genauso werdet ihr Allah azza wa jalla sehen. Und das wird die größte Gnade sein im Paradies. Und diese Gnade, der Mensch, der diese Gnade sehen wird, diese Gnade und dieses Geschenk und diese Großzügigkeit von Allah, das wird ihn alle Gnaden vom Paradies vergessen lassen. Weil das einfach unvorstellbar ist. Und das ist eine Gnade, die Allah Azza wa Jalla seinen Dienern geben wird. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, in Surat Al-Qiyamah, Allah Azza wa Jalla sagt, وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Und die Gesichter werden an einem Tag glänzen und leuchten, während sie Allah Azza wa Jalla ansehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dieses nicht verbieten.